Freunde, was geht ab? Und willkommen zu einem weiteren Masters Video. Cobalium ist auf jeden Fall wieder back und somit dann auch die neuen Challenges. Wir brauchen dreimal Hoenn, dreimal Arenaleiter und dreimal Feuer-Pokémon. Team 1 sieht so aus, besteht einfach aus zwei Feuer-Pokémon und Kyurem. Kyurem einfach nur, um die Stats von Cobalium zu sinken. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Zweites Team besteht einfach komplett aus drei Hoenn, drei Arenaleiter und noch ein Feuer-Pokémon. Somit hätten wir dann drei Feuer-Pokémon. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ja, somit haben wir dann alle Conditions auf jeden Fall schon mal entfernt. Und dann, so wie auch im letzten Video, gehen wir einfach rein und hoffen wir, dass wir das Teil First Try einfach easy clap wegklatschen. Ich muss gestehen, Cobalium ist ist fucking huge, Alter. Warum ist der so riesig? Holy shit, okay. Der ist irgendwie huge. Hatte ich nicht so in Erinnerung, aber ist okay. So, nice. Ist geburnt. Feuerwirbel. Und er ist minus 6. Jetzt können wir rein theoretisch chillen. Ob jetzt irgendwer stirbt oder so, ist halt vollkommen irrelevant. So, und dann nochmal ein Feuerwirbel hinterher, warum nicht? Und dann gleich nochmal eine Eiszeit. Zack. Let's go, buffen wir uns. So, dann macht er jetzt einen Sync-Move, was ganz gut ist. Das heißt, wir sterben nach dem Sync-Move, den überleben wir Safe-Call. Hoffen wir es. Yes. Ah, fuck, wir hätten jetzt sterben müssen, wäre Best Case gewesen, aber, ja, ist okay. Gut. Eiszeit. Dann noch einmal buffen. Können eh nichts machen und jetzt sterben wir durch die Steinkante, die er halt misst. Goddammit, jetzt muss er noch einen Move missen. Miss noch einen Move? Nee, er bufft sich. Miss einen Move. Goddammit. Und jetzt halt kurz zum Sync-Move. Ist jetzt nicht Best Case, aber ist eigentlich ganz gut, weil wir gehen jetzt mit dem nächsten Team rein, sterben durch den Sync-Move, hoffentlich. Und können dann mit dem letzten Team reingehen. So sieht das zweite Team aus. Ich weiß nicht, ob es durch den Sync-Move stirbt, wenn ich ehrlich bin. Aber wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Aber das Problem ist, wenn die halt nicht sterben und er dann den dritten Sync-Move rauskriegt, macht er halt immer mehr Schaden. Hä? Und die Stage resettet sich ja nicht. Das heißt, ja. Warum habe ich mich jetzt gebufft? Und warum habe ich ihn jetzt geburnt? Ah, das war dumm. Das war ultra dumm. Ja, das war richtig dumm von mir einfach. Na gut. Einfach mit Glut an, Antikraft und Luftschnitt oder so. Da ist drauf. Ah, das war ultra dumm. Das war echt nicht klug. Überhaupt nicht. Ich spam einfach Glut, glaube ich. Ich buff mich nicht. Er stirbt. Er heilt sich halt leider. Here we go. Here we go. Komm, davon sterben wir, oder? Ach, ey, das ist doch Bullshit, Mann. Der wird gleich Schaden machen. Der wird gleich Schaden machen. Okay, gut. Whatever. Egal. Er ist immerhin minus 6. Aber trotzdem 3 Sync-Move-Buffs drin. Und ein bisschen scary. So, whatever. Wir gehen mit Exodia 2.0 rein. Ich bin mir sicher, solltet ihr Delons nicht haben, könnt ihr auch Red nehmen. Habt ihr Red nicht? Könnt ihr Ho-Oh nehmen? Wobei das Problem in diesem Team ist, das Ho-Oh-Bild, was ich ja vor ein paar Tagen, wann auch immer das Video rauskam, geshowcased habe.
ist ja mit Läuterfeuer verbunden und Läuterfeuer ist halt physisch in dem Game, weshalb auch immer, keine Ahnung. Und wir buffen uns hier speziell. So, yeah. You get me? Kinda problem. Kinda problem. So. Dann machen wir den hier, machen Mondgewalt. Gift-Hieb tut sehr weh. Sehr, sehr weh, denke ich. Nice. Ist okay. Aeros, wir machen Holzgeweih. Und noch ein Refresh, maybe? Na, schade. Okay, ich mache trotzdem Windstoß. Und dann jetzt den Sync-Move mit Xerneas. So, dann sind wir full buffed. Physisch und speziell. Ich warte noch seinen Sync-Move ab. Und dann werde ich mit Glurak noch einmal buffen. So. Ach, wenn Xerneas angegriffen wird, bufft er ja auch Angriff und Spezialangriff und so, ne? That's true, that's true. Okay, vielleicht könnten wir ihn in die nächste Phase pushen, aber ich glaube nicht. Na, der heilt sich, oder? Ah doch, können wir. Nice, perfekt. Inferno ist auch schon draußen. So, wir sind befreit vom Poison. Zack. Ich mache jetzt unseren Buff, weil irgendwie dauert es noch ein bisschen mit seinem Sync-Move. Silberblick, das ist nicht so cool. Keine Hexes. Na, aber Holzgeweih regelt natürlich, so wie immer. So, Sync-Move kommt. Hat er gerade den Silberblick auf Glurak gemacht? Den es eigentlich überhaupt nicht juckt, dass wir Minus-Defensive haben. Okay. Gut, dann Orkan nochmal. Keine Hex. Keine Hex. Eisenschädel tut jetzt richtig weh. Nice. Okay. Hex. Keine Hex. Oh, das tut gar nicht so weh, weil er minus 6 ist, ne? Plus Burnt. Ja, ja. Okay, okay. Gut. Und jetzt kriegen wir einen Flinch, der nichts bringt, weil er eh den Sync-Move macht. Er hat sich halt plus 3 gebufft. Ist aber okay. Wir müssen ihn halt nur burnen. Stahlstoß könnte Xerneas wehtun. Maybe. Wir werden sehen. Das ist okay. Kann nicht mehr geburnt werden, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Burn Protection. Ist aber okay. Nahkampf. Dadurch geht seine Defensive runter. Wir machen dadurch ein bisschen mehr Schaden. Das nehme ich alles sehr gerne an. So, und wieder ein Inferno. Und weiter Holzgeweih. So, und wir buffen uns. Dann glaube ich, mache ich gleich einen Orkan. Nice, ein Flinch. Okay, perfekt. Sick. So, lieber noch einen Orkan raus, bevor ich meinen Sync-Move mache. Einfach Safety first, you know. Perfekt. Der hat Problem Trefferschutz allgemein, sehe ich gerade, ha? Huh? Fuck. Wir sind geflincht mit Xerneas. Das ist vielleicht uncool. Wir werden sehen. So, ich glaube, ich muss einen Trank benutzen an dieser Stelle. Und dann nochmal den Xerneas Buff. Ja. Trank war ein guter Play. Perfekt. Er ist runtergehauen. Orkan. Orkan. Inferno. Irgendwas. Okay. Okay, perfekt. Ja, von hier an sollte er ja eigentlich free sein, ne? Eigentlich. So, Holzgeweih, Windstoß. Und verwirrt, nice. Geburnt kann er ja nicht werden, oder? Glaube ich. Glaub nicht. Ist aber okay. Er hat sich im gesamten Fight plus 5 gebufft. Beziehungsweise jetzt plus 6.
Er ist halt neutral, wieder im Angriff. Krass. Das heißt, er bufft sich im gesamten Fight plus 6 Angriff. Was nach und nach richtig reinhaut. Crazy. Ja. Brandschutz, ja, ja. Okay. Ich verstehe schon. Aber okay, wir sollten ihn hier easy finishen. Ja, und damit wäre es dann auch geschafft. Keine Flinches. Schade. So, ich scheiß jetzt auf unseren Sync-Move. Ich will noch ein Inferno-Feuer rauskriegen. Weil er hat auch noch keinen Sync-Move ready. Das heißt, unser Sync-Move kommt halt vorher. Und das heißt, er könnte vorher sterben. Ja, er ist tot. Nice, okay, haben wir in the bag. Sick, cool. Er hat sich selbst gekillt. Die Ironie. Die Ironie am Ende. Ja, Exodia 2.0, ne? So strong dieses Team. So strong. Ah, für die Sync-Grid-Bilder. Schaut einfach im Battle-Villa-Video rein. Das Video heißt, so geht's Battle-Villa in einer Stunde beenden. Da sind alle Sync-Grid-Bilder von Daenerys, Daenerys und zwar Rhaenys drin. Ich habe die nicht verändert. Deswegen werde ich die hier im Video nicht einblenden. Und wir haben die Challenge geschafft. Easy Clap. Nehmen wir an. Und das war's. Freunde, das war's mit Cobalium, mit der Challenge. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen wieder helfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports kein Mod. Schreibt einen Kommi, ob ich euch helfen konnte, ja oder nein. Ansonsten abonnieren, nicht vergessen, um mit Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.